Ein staubtrockenes Hallo zur nächsten Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Immer noch unterwegs im Nima Außenposten auf Jakku, wo wir letzte Folge ein Speederrennen zweimal machen mussten, weil wir es ja einmal verkackt haben, bisschen dumm gefahren sind, beim zweiten Mal dann aber gewonnen haben. Und jetzt geht es damit dann weiter mit den nächsten Aufgaben. Lohnt sich ja von vorne und hinten nicht. Okay. Also hier sind drei Charaktere. Fangen wir mal hier hinten an. Ja, brauche ich jetzt nicht hier navigieren. Ich brauche erstmal nur Gonki. So, einmal ab nach da hinten. Weiß nicht, mit Gonki würde ich das Rennen wahrscheinlich sogar deutlich besser machen, weil die Steuerung mit dem einfach deutlich besser ist. Ich weiß nicht, warum die Speedersteuerung nur so grob ist. So, fangen wir hier hinten an. Hier hinten war dieser eine Typ da mit den Wachen, genau. Ach, das ist der hier von. Ich weiß, wo war das? Ist von Episode 7 auch, wo die Hand treffen auf diesem Frachter da, wo die Ratare sind. Ein kleines Vögelchen hat mir erzählt, dass die Jungs vom Kanji Club einen Ja, ziemlich Kanji schicken Club. Schatz zwischen ihre langen Finger bekommen haben. Wäre eine Schande, wenn ihn jemand klauen würde. Sie halten das Versteck geheim, aber ich vermute, sie würden sich einem der ihren öffnen. Oder jemandem, der sich als einer der ihren ausgibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Infiltriere die Bande und besorg den Schatz. Okay, Job auf Jakku. Gut. Frag für meiner Tick beim Kanji Club noch Informationen über Schätze. So. Das hat sich jetzt mega gelohnt hier. Ich bin nur im Spear hier reingefahren. Warum rennt ihr denn direkt hier weg? Fast wie damals auf dem Weihnachtsmarkt hier. Ich habe die Markierung in der Wüste platziert, wie der Boss es wollte. War nicht leicht, ein X aus dem X-Glieder zu machen. Und er hat nicht mal gesagt, wozu. Aber Befehl ist Befehl. Okay. Werden Stahlpicker so genannt, weil sie Stahl picken? Oder hießen sie schon so und fühlten sich dann verpflichtet, sich so zu verhalten? Wie die Bloggins. Habt ihr jemals einen ihrer Blogs gelesen? Ich jedenfalls nicht. Nee, ich auch nicht. Aber das ist ja wie bei den Zitronenfaltern. Falten auch keine Zitronen, obwohl sie so heißen. Oder Gabelstaplern. Stapeln ja auch keine Gabeln. So, hier ist noch ein Hinweis. Ein Geniestreich, den ganzen Schatz in der Wüste zu vergraben. Was? Dort wird ihn niemals jemand finden. Muahahaha. Wie genau sollten wir ihn nochmal finden? Der Boss hat erwähnt, dass es eine Markierung gibt. Aber meine alte Rübe hat seitdem Beschläger bekommen. Ja. Rede mit Balatik. Achso, müssen wir zurück. Gonki ist weg, okay. Keine Ahnung, wo Gonki ist. Na egal, die Strecke können wir auch laufen. Das heißt, die Charaktere alle so schnell rennen können. Also haben sie ihn in der Wüste vergraben und mit einem X aus X-Flüglern markiert. Sehr clever. Also, Jungs, gehen wir ihren Schatz ausgraben. Mal los mit eurer Milch Ich deiner wolle Hand. so gerne. Folge den gouvernischen Sicherheitssoldaten zu dem Schatz. Komm her, Gongi. Mit dir laufe ich lieber durch die Wüste als mit diesem Speeder-Scheißteil da. Oh, hier haben wir noch einen Hinweis, den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal anhören. Habt ihr ihn gesehen? Alatik? Von den guavianischen Soldaten? Er ist hier, in Nima. Er weiß, was er plant. Mit Sicherheit keine Party. Ja, das hatte ich mir Wenn auch es aber gedacht. doch so wäre, würdet ihr es mir sagen? Sein Akzent ist wirklich süß. Ja. Wo ich überhaupt hin? Ja, ich verfahre mich erstmal 10 Mal in dem Ding hier drin. Erstmal raus aus der Stadt hier. Oder aus dem Posten. Da hinten ist es. Ich dachte, das wäre zuerst da, wo der Falke war. Aber ne, hier vorne ist es irgendwo. Hier? Der Falke ist ja immer noch da. Aha, natürlich. Okay,
Markierung sehen, nur gerade ein bisschen seltsam gewesen. Hausdruide! Wo bist du, wo bist du? Da. Genau. Das muss jetzt sein. Wenn wir die schon nochmal nachholen müssen, dann zumindest nur die, die wir noch nicht gesehen haben. Das wird sowieso gar nicht mal so einfach. Das hier scheint der richtige Ort zu sein. Fangt an zu graben, Jungs. Wo ist ein X? Es gibt nichts Schöneres als Brunnen. Wo ist ein X? Wow. Was seid ihr denn? Sie wollen unsere Beute stehlen. Schnapp sie euch! Oh, wir haben eine kleine Balgerei am Hals, Jungs. Aber ich wollte doch bloß buddeln. Ich nicht. Nein. Haben wir sie erledigt? Ich glaube, das waren alle. Grabt weiter, Jungs. Super. Ja, das sieht mal ganz gut aus. Bin ich hier. Okay, da kommt ordentlich Sand raus. Es leckt doch ein bisschen. Oh! Ohne was zum Graben fühle ich mich so leer. Sieh dir das an. Gute Arbeit, Jungs. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht des alten Tasso Leech zu sehen, wenn er davon Wind bekommt. Er wird fuchsteufelswild. Natürlich hätten wir das nicht ohne deine Undercover-Arbeit machen können, Kumpel. Nimm dir doch eine dieser Truhen als Lohn, ja? Ich glaube, wir kriegen die sowieso nicht auf. Ja, aber ich krieg's ja auf, beziehungsweise mein Wasserspritztyp. Job auf Jakku. Wir haben sogar auf Takodana noch was freigeschaltet. Jawohl. Balatik haben wir damit auch freigeschaltet. Und wir haben damit den 753. Stein. Kanji Clubs Kleinnot. So, damit haben wir jetzt noch zwei Charakterquests. Machen wir einfach mal die da hinten. Die zweite, die mittlere. So. Es gibt bei mir übrigens neue Tops. Nein. Nur falls ihr mal vorbeischauen könnt. Das ist mir egal. So angenehm. Ach da. Was bist du denn? Bist du ein Kopfgeldjäger? Nein. So ein braucht Bobby Joe nämlich, um aus seinem Dilemma herauszukommen. Ja, aber ich kann mir ganz kurz mal einen holen. Sekunde. So, jetzt bin ich einer. Bist du gekommen, um Bobby Joes Viecher zu sehen? Eine ganz schöne Sammlung hat Bobby Joe. Das Schlangen? Aber es fehlt eins, das er seit Jahren im Auge hat, aber zu langsam ist, um es zu fangen. Der Wusler. Bobby Joe zahlt hübsche Summe, wenn du ihm einen Wusler fangen kannst. Du darfst sogar eins seiner Viecher streicheln. Was meinst du? Keine Ahnung. Du findest den wuselnden Wusler in der Wüste von Tatooine. Die kleinen Burschen sind aber flink. Also zieh dir am besten gleich deine Laufschuhe an. Alles klar, das sollte kein Problem sein. Wuslerflüsterer. Fang in der Jundlandwüste einen Wusler ein, okay. Und auf Tatooine. Ja gut, dann hin da. Sie werden immer wieder zu den alten Planeten wieder zurückgeschickt. Aber trotzdem fehlen uns ja immer noch zwei Steine hier. Entweder sie haben sie noch nicht gefunden oder sie sind wieder mit einer Sidequest verbunden. Wir fliegen erstmal zurück nach Tatooine. Da brauchen wir einen Haufen Treibstoff. So. Da hinten. Okay, wo ist Gonki? Da. Dazu, solange sie noch heiß sind.
Explorieren und zerstören, aber das sieht verdammt geil aus hier. Wow! Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Wusler, okay. Achso, da hinten ist das Viech. Was, du? Das ist ein kleines Känguru. Und sogar noch hier mit drei weiteren Lebensbalken. Wenn man ihn einmal trifft, dann kann man ihn relativ oft treffen. Der macht jetzt ein ganz bestimmtes Ding. Vorausschauend schießen. Okay, zwei Balken haben wir schon weg. Das wird jetzt mal schneller, ne? Und das liegt jetzt. Ich sehe nicht mehr. Das ist unsichtbar, der Vatase. Zählt das in die Hälfte der Treffer nicht mal? Jawohl. Okay, ab nach Jakku damit. Auf der Suche nach neuen Informationen? Ich habe welche. So. Alles klar. Ups, sorry. Ah, ihr habt also einen Wusler gefangen. Und ein stattliches Exemplar noch dazu. Jetzt ist Boba Joes Tiersammlung komplett. Mehr kann man sich nicht vom Leben wünschen. Vielen Dank, Fremdling. Wie versprochen, kannst du die Viecher von Boba Joe streicheln, wann immer du willst. Boba Joe muss natürlich mitkommen. Stört dich doch nicht, oder? Nee, im Gegenteil. Wuselflüster aber abgeschlossen. Und dafür bekommen wir Boba Joe als anderen Charakter. Gut, als eine andere Kategorie würde ich dir noch gar nicht zuordnen. Das hier schon gehört? Ach, Leute. Wollt ihr dem Kanji-Club beitreten? Tasu Leech ist bei Mars auf Takodana und sucht nach neuen Rekruten. Wer weiß? Vielleicht ist das ja genau euer Ding. Kanji-Club rekrutiert. Das haben wir noch nicht gehört. Okay. Hier hinten ist noch ein Charakter. Ich glaube, das war Dings der Umster. Wie ist er noch gleich? Ankerplot. Den haben wir ja letztes Mal hierher gelockt. Indem wir den Stein geholt haben. Wenn ihr gekommen seid, um gegen Rationen zu tauschen, muss ich euch enttäuschen. Irgendein Schwachkopf hat meine Lagertür offen gelassen. Dann ist ein Happerbohr reinspaziert und hat sich mit dem Zeug davon gemacht. Sogar ein Happerbohr hätte zu kämpfen, so viele Rationen zu essen. Wenn wir ihn finden, kann ich zurücknehmen, was noch übrig ist. Ich bezahle euch natürlich für eure Hilfe. Ja. Ihr solltet als erstes im Lagerhaus nachsehen. Dieser gierige Happerbohr hat vielleicht eine Spur hinterlassen, der man folgen kann. Informiert mich, sobald ihr sie gefunden habt. Okay, dieses komische Schweineviech da, den man auch im Film sieht. Der Hunger der Happerbohre. Okay. Wer hat all das Essen rumliegen lassen? Ich könnte wohl der Spur folgen, um den Täter zu finden, aber nach meinem empörten Ausbruch gerade bin ich ganz schön müde. Ja, wie schade. Die Spur folgen, da ist noch was zu essen? Hier ist auch noch was. Hier ist noch was. Hier. Ah, da ist noch ein Hinweis. Folgt ihr auch der Essensspur? Ja. Wer könnte da widerstehen? Scheint aber hier zu enden.
Entweder hat sich das Ding genau hier in Luft aufgelöst, oder es hatte plötzlich sein Futter besser im Griff. Ja. Aber essen würde ich das aber auch nicht. Was ist denn das überhaupt? Banane? Ist das eine Zange da? Oder was soll das sein? Knochen irgendwie im Glas? Ah, hier ist das Viecher. Schnaub. Schnaub. Siehst du ja. Gib mir meine Rationen zurück, du schamloser Wilder. Jetzt kackt das Vieh bestimmt dahin, ne? Welche? Wo hast du den Rest vergraben? Ja klar, das Vieh kann definitiv auch reden. Folge dem Hapa-Bohr. Ich schieße dir in den Arsch rein. Das Lego-Modell sieht auch geil aus, ne? Ich weiß nicht, ob es von dem Viech ein Lego-Modell gibt. Das kann sogar neues sein. Das tut ihr nicht. Niemand tut diesem Hapa-Bohr etwas zu leide. Und ich habe meine Rationen zurückbekommen. Und jetzt? Da sind noch mehr Vögel. So. Komm, kack ein paar mehr Rationen aus. Ein weiteres deiner Verstecke. Ja? Achso, da hat die vergraben und ich auch nicht gegessen. Wo ist der Rest? So, 7 haben wir jetzt. Ne, 8. So, hier spielt kein Gold, bestimmt noch mal Gegner, ne? Ja, kommen wir auch. Janka, weißt du, du kannst auch mal ein bisschen was machen, ne? Okay. Also, das war's. So ist es gut. Fang an zu graben. Ich hab nicht den... Mir fehlen noch ein paar Rationen. Wehe, du hast den Rest gefressen. Hier liegt nichts mehr rum. So, 2 Stück noch. So. Gebt ihr Plagen denn nie auf? Noch eine Fundstelle. Wehe, wenn das nicht die letzte ist. Eine fehlt. Ah, da! Ja. So, wo du das daran machst. Der kann's nicht lang. Gib Ankerplatt die Rationen. Ja, hier. Hier, jetzt hol die Dinge ab. Packt er da an dem Typen da rum, oder was? Ah, jetzt! Das ist vermutlich alles, was wir uns von ihm erhoffen können. Es sei denn... Oh. Kackt das Viech noch mehr aus. Ein paar muss ich entweder als größtenteils verdaut oder zu sabberig für den Wiederverkauf abschreiben. Aber alles in allem wird es keine totale Katastrophe. Naja, ob die jetzt als vergraben immer noch so gut sind, weil sie jetzt... Ich vermute, ein Dankeschön ist angebracht. Ich denke... Ein Viertel leicht sabrige Portion reicht als Bezahlung? Der Hunger der Hapa-Bohre. Dann haben wir damit geschafft. Perfekt. Damit haben wir Ankerplot auch freigeschaltet als spielbaren Charakter. Was könnt ihr mit der Macht machen? Ich kann das Viech beeinflussen. Das muss ich mal machen.
Da. So. So, jetzt haben wir alle Steine, alle Datenkarten, alle Charaktere und alle Raumschiffe. Das heißt, wir können jetzt nach Tua Null reisen. Gute Perfekt. Reise. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Ach. Mal gespannt, wo wir jetzt ankommen, weil Tua Null sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts, wo wir sein könnten. Hätten wir gleich mal gucken sollen, was wir überhaupt hier einsammeln müssen. Willkommen im entspannten Tua Null. Das ist das hier. Leider wurde es kürzlich von der ersten Ordnung angegriffen, also sind sie im Moment eher unentspannt. Das ist der Anfang von Episode 7. Ach so. Alles klar. Dass ich deinen ernsthaften Stein nicht eingesammelt habe? Mein Leben hat wohl wieder einen Sinn. Ja, du lebst doch gar nicht. So, hier gibt es auch nur 15 Steine, 3 Charaktere und ein Raumschiff. Alles klar. Okay, das muss ich mir einfach mal anschauen. Das ist wirklich nur ein Stein, der da rumliegt. Tatsächlich. Willkommen im Dorf Tua Null. Wirklich? Das war ja Popel einfach. Gehen wir hier rein. Hey, was macht ihr hier drin? Geht weg! Ich will keine Besucher. Ich bin nur ein ganz normaler Bürger von Tua Null, der sich um seine Angelegenheiten kümmert. Hey, was macht ihr... Also der gleiche Text. Hey, das ist meine Privatsammlung. Ich sammle Erinnerungsstücke der ersten Ordnung. Helme, Waffen, Kraftbecher, sowas. Aber sagt es nicht weiter, sonst denkt man noch, ich verehre die erste Ordnung. Okay, was bringt mir das jetzt? Irgendwo muss hier ein Stein sein. Ah, jetzt ein Tresor. Das Kabel geht dorthin. Ah, ich sehe es schon. Achso, das ist wahrscheinlich, dass man das in der Story machen kann. Ja gut, können wir auch so machen. So, zack, 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 zack. Das brauchen wir eh nicht machen. Können wir überspringen, zack. Na komm. Hört mal. Achso, jetzt geht's auch mal. Wie wär's hiermit? Ihr hütet mein kleines Geheimnis und könnt dafür das schicke Kristallding behalten. Was sagt ihr? Ja. Hey, das ist aber, sagt... Betrüger erster Ordnung. So, wir sagen immer den gleichen Text, deswegen können wir das überspringen. So, zack. Das ist auch einfach. Das hätte man sich ja auch holen können, das Teil. Aber durch die Rüstung hat man ja auch die Granaten. Zack, nächster Stein, 756. Ja, ich glaube, hier werden wir schnell fertig. Ich habe keine Zeit für Scherze mit einem Fremdling. Sandige Fracht. Ich habe eine große Menge Tuanul-Bären gegessen und warte sehnsüchtig auf die Folgen. Oh, fuck. Dass du doch doll scheißen musst, oder was? Okay, da ist noch ein Charakter hier. Ich brauch mal Boba. Ah, ich kann da oben ja nicht wechseln. Und da wartet definitiv auf seinen Durchfall. Moment, hier oben ist nix. Doch. Wollte schon sagen. Ist jetzt hier nix. Jetzt habe ich es aber echt gewundert. Ausgelagert. So, jetzt ist mich aber gerade mal, wie groß ist denn das Gebiet überhaupt? Ist das ja alles? Oh, das ist ja relativ. Das dürfte relativ schnell gehen. Das müssen wir sogar in der Session noch schaffen. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.